So, und somit sind wir direkt im Kampf. Folge beginnt und wir haben hier noch eine Horde Goblins vor uns. Und der Drache mischt sich jetzt auch ein. Okay, der ist jetzt direkt über uns. Oh Gott. Oh Gott. Ich verstecke mich hier in einem Stein, das wäre das Klügste, oder? Oh ja, da brennt schon was. Muss bloß aufpassen, weil der Drache hat direkt auf mich abgesehen, so wie es scheint. Und die Goblins, die machen hier ganz schön Party. Ist der Drache nicht feindlich auf die gesellt? Oh Gott, was habe ich mir hier angetan? Ja, wie gesagt, es ist hier nur ein Versuch. Also, wenn es nicht klappt, dann haben wir halt Pech gehabt. Ist nicht so schlimm. Ja, der Drache wartet da gemütlich ab, was sie hier machen. Oder auch nicht. Scheiße, uiuiui. Geht schon mal gut los. Uiuiui, aber den Goblin hat er mit nicht erwischt, kann es sein? Das ist ja scheiße. Der landet auch irgendwie nicht, der Drache. Vielleicht muss ich auf ihn schießen. Oder liegt schon was am Boden? Das ging aber schnell, das war Rogue. Auf der Suche nach ihren vermissten Bruder. Damit habe ich aber nichts zu tun, wie ihr wisst. Weil die Goblins gehen mir jetzt ganz schnell auf den Keks. Soll ich jetzt mal aus dem Staub machen? Welche Goblins sind denn das noch? Und wo ist der Drache? Da vorne fliegt er rum. Mir scheint das hier nicht interessant genug zu sein. Ich meine, mag mir recht sein. Man kann ja jederzeit vom Drachen fliehen, nehme ich an. Weil wir das ja jetzt auch gerade fallen konnten, so schön. Okay. Oh, jetzt habe ich bei irgendwie getroffen. Ui, sehr schön. Was ist denn da mit euch los hier? Leute. Ah! Okay, weg hier. Oh, diese Goblins. Nervt man nicht gar so. Ah! Cliffy, nicht doch. Also irgendwie kriegt er auch keinen Schaden ab. Aber ich habe die Vermutung, dass seine Technik dahinter steckt. Wo er so runtergefallen ist. Das sah nach machbaren Schaden aus. Ich hoffe, das war es jetzt mit den blöden Goblins, weil die gehen mir richtig auf den Keks. Die tun die ganze Situation hier stören. Wo ist der Drache? Da vorne hat er sich versteckt. Geh mal hier an den Felsen hoch. Ah ja, hier habe ich was freigelegt. Schimmert und leuchtet rot. Oh, boah, ey, den zieht man aber ganz schön wenig ab, du. Ah! Scheiße. Okay. Die Flamme ist mehr als gefährlich, das sieht man schon. Soll ich mir vielleicht so eine Deckung aufbauen? Ja. Aber hier hinterm Felsen bin ich natürlich sicher. Wie das mit meinen Kollegen aussieht, weiß ich nicht. Oh, der fliegt da auch so richtig schön rum. Das müsste halt nochmal runterfallen. Vom Himmel. Ich denke, das ist nämlich des Rätsels Lösung. Aber so wie es aussieht, mache ich den viel zu wenig Schaden. Wo ist er denn jetzt dort? Oh, wie ist denn das jetzt passiert? War das schon wieder ein Goblin? Habe ich schon wieder einen Goblin gehört? Zu fix. Wo ist denn jetzt der Drache? Ist er weggebackt?
Ne, da hinten ist er. Der fliegt da gemütlich um die Gegend herum. Was macht er denn jetzt? Sehr seltsame Kampfart und Weise. Puh, aber ich mache ja überhaupt gar keinen Schaden. Das ist ja echt nicht feierlich. Na komm, haut's dich doch mal runter hier. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Machbär wäre der schon, aber ist halt die Frage, inwieweit ich das von der Menge der Pfeile her, ja gut, von der Menge der Zeit her hinbekomme. Oh ja, so. Oh, das hat einiges gebracht. Hau draufen. Okay, recht sonderlich viel war das jetzt nicht, aber immerhin. Ah. Ja, so ist das Erwählte. Ja, Leute, das ist hart. Da habe ich mir einen Gegner ausgesucht und er hat noch 10 solche Streifen, wie es aussieht. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Lebensanzeigen hat er. Wobei ich bis jetzt sagen muss, dass er mir nicht recht viel antut. Also er ist ziemlich pompös, aber er tut mir nichts irgendwie. Vielleicht hat er ja Angst vor mir. Oh, jetzt spuckt er wieder Feuer. Das war sogar gerade noch. Jetzt mache ich vielleicht mal hier einen besseren Schuss. So. Hallo? Ich bin da drüber. Ich konnte jetzt gerade nicht springen. Das war blöd. Wenn er gerade am Boden liegt, ist er ja gerade am geschwächtesten, würde ich behaupten. Ja. Schau mir nicht so an. Weiß ja nicht, ist das dann der Endgegner hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Drache am Strand war wesentlich größer. Autsch. Das war nicht klug. Halt hier rein. Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, das ist nur Tuchfühlung, was wir hier ausprobieren können. Schaffen wir mal den, glaube ich, nicht. Weil seine Leben, die sind auch noch unverändert. Oh, ich habe schon wieder Leben verloren. Und meine, wie man sieht, suchen die Erlösung. Hat jetzt wieder einen erwischt. Mensch, ich komme da nicht so praktisch hoch, wie ich will. Aber ich bin eisern, ich probiere das jetzt. Ich möchte mal wissen, wie man ihn genau bearbeiten kann, wenn er am Boden liegt, weil da habe ich ihm doch sehr viel Schaden von gemacht. Jetzt liegen schon wieder alle am Boden. Warum denn? Ja, zeig mir deine Stärke. Tu ich auch. Ah! Ja, da werde ich die ganze Zeit nur am Beleben sein.
Das wird auf Dauer definitiv nicht funktionieren. Wo ist denn jetzt mein Kollege hin? Der da liegt. Ja, das ist die Ruben. Oder hat er irgendjemanden? Ich bin ein Meister. Schön für ihn. Ja, was macht er denn mit ihm? Reißt denn jetzt das Herz raus? Versuch mal drauf zu klettern, eiskalt. Oh, das hat er kommen sehen. Aua! Mensch. Irgendwo liegt jemand wieder auf dem Weg rum. Cliffy. Ich komme auch gar nicht so nah so leicht an ihm ran. Oh, was ist mit der? Jetzt kletter ich mal rauf hier. So, Freundchen. Eiskalt auf den Rücken geklettert. Jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Oh, jetzt wird er ganz schön wild. Da unten liegen die Toten rum. Oh, das hat aber, glaube ich, viel gebracht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das Rätsels Lösung. Ah! Scheiße. Ja, Leute, das kann in die Hose gehen. Das kann in die Hose gehen. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass das noch nichts wird. Aber probieren geht halt über Studieren. Man weiß ja nie. Upsala. Ja, das Raufklettern klappt auch. Oh, 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 da brauchen wir jetzt schon wirksam einen Lattich. Der ist mir auf den Kopf gesprungen. So. Ja, 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 umso mehr man da rumhantiert, umso aggressiver wird er scheinbar. Ist mir noch sein Schwänzchen im Weg. Ja, der wehrt sich auch dagegen, dass ich auf ihn drauf klettere. Oh, ah, scheiße. Also, das ist heftig. Da brauche ich definitiv ein höheres Level. Der ist mir viel zu schwer. Ich bin ja hier nur noch am Beleben. Die Leute kippen reihenweise um. Oh, jetzt habe ich ihn gut erwischt. Jetzt aber. Oh, oh, der tut mich einfach runterboxen. Oh nein! Oh nein! Ah! Oh, was geschieht da? Oh, 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 oh! Mal irgendwas gegessen? Ah! Ah! Hilfe! Sind meine Kollegen... Au! Okay. Also Leute, das können wir noch vergessen. Vor allem, der weiß genau, was er tut. Der will mich hier auch gar nicht arbeiten lassen. Zu Anfang habe ich gedacht, das könnte man hinkriegen, aber... Der reißt einen ja... Oh, scheiße. Der reißt einen ja jetzt nur noch nieder. Und sobald mal mehr als einer liegt, dann ist man nur noch am Rennen. Ach du Scheiße. Ja, da komme ich nicht weiter. Das ist sinnlos. Aber ein Versuch war es natürlich wert. Also ich bin da immer dafür zu haben für sowas. Ihr wisst ja, Löwe, ne? Ach, scheiße. Krieg nicht mehr die Rubin wiederbelebt. Ist ja nervig. Ah, okay. Scheiße. Ich habe auch nichts mehr großartig zum Heilen. Doch Hartknollensaft trinke ich gleich mal. Jetzt versuche ich es mal.
Wobei ich natürlich sagen muss, mit erstaunlich viel Geduld würde man das wahrscheinlich auch hinbekommen. Da bräuchte man dann noch, müsste man sich noch ein bisschen ausrüsten vorher. Ich kletter jetzt nochmal drauf und versuch's mal direkt an seinem Brustkorb. Er schüttelt einen auch aber ab, ne? Also da ist nichts mit, du bleibst da drauf hängen und den juckt das nicht. Oh, scheiße. Ja gut, Leute, Versuch war es mir auf jeden Fall wert. Einfach nur so, um das mal anzufühlen, auszuprobieren. Ich würde behaupten, ja, das war's. Ich würde behaupten, mit doppelten Level, also so mit Level 30, 40 schätze ich mal, wird was sein. Ich glaube nicht, dass das der Enddrache ist. Dafür wäre dann doch zu leicht, weil ich könnte ja rein theoretisch ohne Begleiter herkommen, also die Begleiter daheim lassen und dann ja, mit Pfeil und Bogen den ohne weiteres ganz langsam runterhetzen. Das würde mehrere Stunden dauern. Ich bin auch ein Typ, wo sowas eigentlich gerne macht. Also glitche und crawle und weiß der Geier was gerne. Einfach weil man es kann und weil das Prinzip finde ich auch sehr interessant, Gegner mit Tricks zu legen, die ein bisschen stärker sind. Aber fürs Let's Play wäre das natürlich zu aufwendig, weil sowas dauert dann meistens mehrere Stunden. Und ja, mit viel Elan könnte man den jetzt, glaube ich, sogar legen, aber nicht mit Begleitern und nicht im Let's Play, würde ich behaupten. Neuer Versuch, wo waren wir denn? Ja, ich muss dann aber auch dazu sagen, wir haben jetzt so lange darum rumgetan, dass man mal wenigstens die Stärke austesten konnten. Und wir haben schon gemerkt, der Drache ist definitiv noch nicht unsere Liga. Definitiv. Da kümmern wir uns lieber hier um so Schweinchen. Ja. Naja gut, Leute. Ihr könnt mich dafür haten, dass ich da versagt habe. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn die Reise zurückgeht. Ach Gott, diese lange Reise. Recht viel haben wir ja nicht für den Auftrag bekommen. Ist schon ein heftiger Pfad gewesen, den wir hinter uns gelegt haben. Eine lange Reise, 3 Folgen lang. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt gucke ich mal, gibt es eine Schnellreise? Das gucken wir jetzt mal schnell. Weil wenn, dann müsste das jetzt irgendwo aktiv sein. Kann man nur den Wegpunkt hin machen. Wegpunkt entfernen. Liste öffnen. Liste öffnen. Nee. Also von Schnellreise sehe ich hier nichts. Ist auch nicht so tragisch. Also ich finde das jetzt nicht mega schlimm oder sowas. Oh, das Böse unter der Erde. Moment mal, das zeigt hier hin. Was ist das denn für ein Auftrag? Gucken wir mal. Hier findet ihr Überwältigungs... Ach, Gespenster. Ja gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja gut, wir werden auf jeden Fall das nächste Mal zurückgereist sein. Ich glaube, so werde ich es machen, dass ich, da wir keine Schnellreise haben, das dann so cutte, dass wir in der nächsten Folge, dass ich den Weg schon zurückgelegt bin. Aber der kostet 3 Folgen. Und jetzt haben wir nicht mal den Begleiter dabei. Das ist dann natürlich weniger aufregend. Davor hatte das noch eine Existenzberechnung, das zu filmen. Aber ich werde hier den Cut machen und dann sehen wir uns das nächste Mal direkt vor der Burg wieder. Okay, ihr könnt mich dafür haten. Ciao.